Achso, erste Kamera an. Ich muss noch ein, zwei Sachen gucken, wann es Licht im Winter schief. Dann mache ich einmal noch mal aus am besten. Und Action! Theodizee ist die Antwortversuche auf Gott, beziehungsweise die Beantwortung nach der, das Gottesproblem danach behandelt. Wenn es Gott gibt, warum lässt er so etwas Grausames geschehen? Das ist die Ausgangsfrage bei der Theodizee. So, und darum, eigentlich nur um das Thema handelt, Licht im Winter von Ingmar Bergman von 1962. Und damit begrüße ich euch mal wieder bei der Filmdialog. Ich möchte heute mal über einen, naja, eher vergessenen Bergman sprechen. Und in dem Film geht es darum, dass ein Priester, beziehungsweise ein Pastor namens Thomas Erickson ein Gespräch sucht mit zwei Leuten in seiner Kirche. Die Frau drängt darauf, mit ihm ein Gespräch zu führen, weil sie ein bisschen Sorgen um ihren Mann hat. Weil der Mann leidet an, wie soll man sagen, er leidet an der Angst, dass durch er hat Angst davor, dass ein atomarer Fallout kommt, beziehungsweise dass bei einem atomaren Einschlag durch die Chinesen die ganze Welt, beziehungsweise sie in Schweden vernichtet werden könnten. Und die Angst besteht einfach darin, dass er sieht darin keinen Sinn mehr in seinem Leben. Und natürlich hört sich das der Pastor Erickson an, weiß aber nicht direkt eine Antwort darauf und weiß nicht, was er sagen soll auf die Frage. Und nun fragt die Frau Pearson, ob ihr Mann vielleicht alleine wiederkommen soll, ob vielleicht ein Gespräch unter vier Augen der Situation gerecht werden würde. Ist natürlich richtig, so eine Frage zu stellen, und er willigt ein und sagt, er spricht später mit Herrn Pearson. Dann trifft er nämlich, und das ist der zweite Handlungsstrang, der Pastor hatte eine, ja, Liebschaft, ist schwer in Worte zu fassen. Nachdem er seine Frau verloren hatte er eine Liebschaft mit, nicht mit Ingrid Thulin, darum würde ihn jeder beneiden, sondern mit der von Ingrid Thulin gespielten Figur, von der er sich aber zeitweise immer abgewiesen hat, beziehungsweise Mann, jetzt habe ich mich verschluckt. So, und er möchte dann den Dialog suchen, und diesen Dialog möchte er vor allem mit dem Mann unter vier Augen suchen. Während der Mann seine Frau nach Hause fährt, um danach wieder zurückzukommen, sitzt der Pastor sichtlich krank, die ganze Zeit schon, in der Kirche, aber wegen seiner Pflichtbewusstheit möchte er nicht nach Hause gehen und sich ins Bett legen und gesund werden, sondern er möchte erst noch den Herrn Pearson empfangen. Während seiner anscheinend etwas längeren Wartezeit liest er einen Brief, und zwar den Brief von Märtha Lundberg. Märtha Lundberg, gespielt von Ingrid Thulin, ist eine, man kann es anfangs noch nicht ganz rauslesen im Film, verflossene Liebe von ihm, die er sich mit, diese Liebschaft flammte auf, nachdem er seine erste Frau verloren hatte. Diese Frau weist er nun aber sehr ekelhaft ab. Und diese Abweisung wird in dem Brief von der Frau Märtha an den Pastor beschrieben, dass sie sich von ihm zurückgewiesen fühlt. Und das ist eine sehr lange Szene, die teilweise in geschriebenen Worten, teilweise in kurzen gezeigten Szenen daherkommt, aber immer vorgelesen wird, was die Szene sehr, also es wirkt auch sehr wie ein Brief. Das macht die Szene sehr besonders. Sie ist sehr sie wirkt sehr stark auf den Zuschauer. Und der Pastor konnte es aber nicht und trauert weiterhin seiner verstorbenen Frau hinterher. Trotzdem versucht er, trotz seiner starken Gefühle und seiner Krankheit, emotionale Aufgebrachtheit ist das beste Wort,
versucht er trotzdem ein guter Pastor zu sein und wartet auf den Herr Pearson. Als dieser endlich eintrifft und von seinen Problemen berichtet, seiner einfach nur totalen Angst davor, bei einer atomaren Vernichtung sofort zu sterben, hat der Pastor für ihn keine tröstenden Worte. Anstatt dass er nun versucht, ihm zu helfen oder irgendwie auf ihn eingeht in irgendeiner Form, verliert sich der Pastor in einem Wortschwall aus Wut und Trauer. Also er macht ja genau das, was einem die Kirche nicht verschaffen soll. Die Kirche sollte einem ja eigentlich Linderung verschaffen, man sollte seine Sünden beichten, man sollte mit reinem Gewissen die Kirche verlassen. Und genau das kann ihm der Pastor Erickson nicht vermitteln, weil er selbst sehr verbittert ist. Der Pastor ist durch den Tod seiner Frau und durch viele grausame Leiden, die er anscheinend im Ersten Weltkrieg gesehen hat, genauer wird es nicht benannt, sehr verbittert. Und diese Verbitterung überträgt sich sowohl auf den Herrn Pearson als auch auf den Zuschauer. Und das ist eine der großen Sachen. Man hat, der Film ist sehr negativ konnotiert. Man merkt halt im ganzen Film von der Verpackung, von der Beschreibung, es ist kein hoffnungsvoller Film, obwohl Licht im Winter ja irgendwie noch sowas hat. Der Film ist sehr negativ, weil er einfach, er zeigt einen Pastor in einer Glaubenskrise. Also die eine Person, die sich sozusagen nicht abwenden sollte, wendet sich in diesem Film ab. Und mit diesem niedergeschmetternden Statement verlässt nun der Herr Pearson endgültig die Kirche. Und nun tritt Ingrid Thule nochmal in Fleisch und Blut auf und redet noch weiter auf ihn, redet noch weiter auf den Pastor ein. Weil sie möchte ihre Liebe zu ihm niemals aufgeben. Sie möchte einfach mit dem Pastor zusammen sein. Sie möchte eine Beziehung führen. Der Pastor kann aber einfach den Tod seiner Frau nicht vergessen und behandelt sie extrem schroff. Und jetzt kommt die Szene, die wirklich, wirklich schlimm ist. Und auch ab hier große Spoilerwarnung. Der Herr Pearson, dem die Seelsorge nicht geholfen hat, der erschießt sich. Er begeht Selbstmord. Und ab dieser Szene ist der Pastor auch noch so demoralisiert und weiß gar nicht mehr, was er sagen soll, dass er eigentlich nur noch, er hasst eigentlich nur noch alle Leute. Er zeigt jedem nur noch die kalte Schulter, hat kaum noch für jemanden ein warmes Wort übrig. Er ist einfach nur, er ist kein Pastor, wie man sich das vorstellt. Er kann so wenig Glauben an Gott in sich selbst finden als Pastor, dass er dieses Warme, was so ein Pastor ausstrahlt, wie für mich wirkt, wenn ich das in einem Bild beschreiben sollte, immer ein Pastor wie ein Sommertag. Ist etwas Warmes, worauf man sich verlassen kann. Der Sommer kommt irgendwann, aber der Sommer kommt nicht in diesem Film. Es ist Winter. Und das kleine Licht, was in diesem Winter noch scheint, wärmt einen nicht mehr. Und genau das ist das Problem. Dieses Licht im Winter, was man auch als Glauben darstellen könnte, ist einfach, der Glauben erlischt langsam. Ich würde eher sagen, das Licht glimmt nur noch ganz schwach im Pastor. Und es ist für ihn nur noch eine Routine. Er kann sich selbst nicht mehr zum Glauben überreden, beziehungsweise er selbst kann sich nicht, er kann einfach nicht mehr glauben. Das ist eigentlich die Grundthese des Films. Der Pastor kann nicht mehr glauben, weil er zu viel Schlimmes gesehen hat. Und das macht den Film, finde ich, auch aus, dieses Problem mit, wie kann man den Glauben an Gott begründen, wenn überall auf der Welt schlimme Dinge passieren? Kann man dann an einen allmächtigen, uns liebenden Gott glauben, wenn der Leute so grausam wie durch einen Selbstmord verenden lässt? Und das versucht der Film zu beantworten. Oder versucht die Frage zu stellen, ist eher gesagt. Weil das zeigt einfach auch, selbst am Ende, wenn er sich von seinem Verhalten ein bisschen gebessert hat, nicht stark, hält Frau Märtha Lundberg, also Thulin, weiterhin zu ihm. Und das ist das Problem. Man weiß am Ende nicht, hat er sich überhaupt verändert? Gab es eine Charakterveränderung? Und das macht den Film aus.
Wir wünschen euch noch einen guten Tag und schönen Abend noch. Kannst du den Müll schmeißen. Du kannst den Film nicht besprechen. Es gibt keine Reviews, weil er nicht zu besprechen ist. Sehr schön. Das hast du übrigens öfters. Nimmst du, also ich respekt, dass du so einen Film nimmst. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, dass du das durchziehst, war eigentlich ganz gut. Okay, dann schmeiß mal weg. Am besten. Also ich schreibe die nochmal. Ich habe die jetzt schon viermal geschrieben, die Kritik. Weil tatsächlich bei diesen Filmen, die Krux von dem Film, die in der Story liegen, wie das Erklären der Story schon so schwierig ist, bevor man überhaupt das ganze große weil kann. Das ist so schön, weil der Film ist so simpel. Das ist wirklich, dieser Typ kommt dahin, sagt, oh, mein Leben ist schlecht, dem geht's nicht gut. Und das ist das Problem. Und dann sagt er, oh, vielleicht erschieße ich mich. Was soll man da denn machen? Wie soll man einen Film begründen, der zu simpel ist? Ein simples Drama begründet sich im Dramatischen, würde ich es einfach nennen. Und das ist für mich das große Problem. Hat man ein komplexes Drama mit vielen Handlungssträngen und vielen Charakteren, das kann man einfach aufklären. Man sagt, okay, das sind meine Charaktere. Ein Krimi ist immer das leicht zu beschreibendste Genre. Das merkt man immer, wenn Leute eine Zusammenfassung von einem Krimi schreiben. Er wurde umgebracht. Er war der Mörder. Das war das Tatmotiv. Es ermitteln. Aber jetzt beschreib mal Eraserhead. Eraserhead. Das ist unmöglich eigentlich. Genau. Weil er so simpel ist. Was passiert denn in Eraserhead? Ein Mann geht in ein Haus, trifft eine komische Frau, die gebärt ein Kind und er dreht durch. Das ist das Grundlegende, was passiert, was man sieht. Genau. Stalker, genauso. Stalker, das, was hinter Stalker steht, die Idee, das kann man schnell, das kann man gut besprechen, aber der philosophische Ansatz. Aber die grundsätzliche Zusammenfassung, zum Beispiel bei Filmen wie Licht im Winter, wo ich eben zum zweiten Mal probiert habe, eine Analyse zu machen und zum vierten Mal einen Text geschrieben habe. Es ist einfach wahnsinnig schwer, diesen Film zu greifen oder beziehungsweise auch zu beschreiben, worum es eigentlich geht. Weil das oftmals so in so kleinen Szenen stattfindet, dass es schwer ist, diese Detailarmut überhaupt auszudrücken. Anderes Beispiel, ein Film wie Alles über Eva. Ein junges Schauspielermädchen schleicht sich bei einem alten Star ein und verdrängt ihn langsam aus dem Spotlight. Gründe dafür, Egomanie, zack, zack, zack. Das ist schnell gemacht. Das kann jeder erklären. Da sehe ich auch nicht das Problem. Es ist ein super Film. Ich glaube, das ist auch was, womit man mal aufräumen muss mit diesem Klischee. Nur komplexe Filme sind gut. Mhm. Leute sagen ja immer, oh, Matrix ist super, Inception ist super. Das sind ja beides wirklich komplexe Filme. Aber wenn man Matrix einfach mal versuchen, nicht zu verstehen. Wenn man Matrix mit Ton ausgucken würde. Ohne dass man den halt kennt vorher. Genau. Man würde prinzipiell Filme mal nur auf das Visuelle runterbrechen. Dann ist ja jeder Film eigentlich sehr simpel. Mhm. Nur dann sind... Es gibt Filme, die da noch funktionieren, vor allem Actionfilme, weil ein Film ohne Ton wie The Raid, Phantomkommando, da ergibt sich durch die Bildsprache, okay, da wurde offenbar ein Mädchen entführt und jetzt rennt Arnold Schwarzenegger hinterher und versucht sie anscheinend zu retten. Das ergibt sich. Aber ich weiß nicht, Es geschah am helllichten Tag. Ist ein Krimi. Ob der ohne Ton, schwer, aber das würde klappen. Aber Es geschah am helllichten Tag ist ein Film, den kann ich rückwärts zusammenfassen, nebenbei. Das ist leicht. Leiche wird gefunden, wer war es wohl? Oder werden Kinder anscheinend ins Visier genommen? Schicken wir mal Heinz Rühmann los. Ende. Das ist ja simpel, wie bei Licht im Winter, ich sage ja. Licht im Winter, genau. Gerade Bergmanns sind wirklich sehr schwierig. Wir haben es ja mit Persona, haben wir es ja hingekriegt, obwohl es bestimmt auch nicht passend zusammengefasst wurde am Ende. Weil es einfach unmöglich ist, so in der Richtung. Deswegen, bei so einem Film, das ist halt wirklich schwer. Ich würde euch einfach mal raten, wenn ihr euch so eine Filme anguckt, egal was ihr euch anguckt, so mach ich das manchmal, auf die Struktur gar nicht so zu achten, sondern nur die Story zu erkennen. Das finde ich ganz schrecklich. Mhm. Weil wenn man nur das, was sozusagen geschrieben wird,
wenn man das Schauspielerische und alles weglässt, sondern nur das, was da aktiv gerade passiert und das versucht runter zu erklären, also eine reine Zusammenfassung bei einem Film zu geben, ist deutlich schwerer als beim Buch. Weil beim Buch kannst du einfach zitieren. Ja, da steht es halt drin. Richtig, genau. Er sagte, die Cornflakes stehen oben. Dann hast du das zusammengefasst. Das finde ich immer schwer beim Film. Ja, das wollten wir mal mit euch besprechen. Das ist ein Video, was gerade sehr rhythmisch und aus dem Nichts entstanden ist. Aber uns geht es eigentlich darum, was macht man denn, wenn man einen Film hat, der zu simpel ist? Ein komplexer Film ist eigentlich nie schlimm. Da kann man sich hinsetzen und alles einzeln aufschreiben. Bei Inception. Okay, Traumwelt 1, Traumwelt 2, Inception ist gar nicht so gut, Traumwelt 3. Das kann man machen. Aber bei simplen Filmen, so schwerer wird's, El Topo zusammenzufassen. Okay, viel Spaß, könnte ich nicht. Ein Mann geht in die Wüste und am Ende ist er ein Sektenführer und erschießt ein Kind. Okay. Ja. Wirklich, El Topo könnte ich nicht zusammenfassen. Santa Sangre. Könnte ich keine Zusammenfassung zu geben. Ja, stimmt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sagt uns eure Meinung dazu. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Mensch, das war einer der grandiosesten Comebacks der Geschichte, glaube ich.